Na, ganz toll. Sollte das nicht 9-11 heißen? Der Urteilsspruch ist eigentlich die Frage. Nicht das, was da steht, das hat wieder irgendein Idiot geschrieben. Der Punkt dabei ist, der Urteilsspruch ist das, was euch zwischen gut und böse trennt. Der Urteilsspruch sagt, ob ihr gut oder böse seid. Und der Mann mit der Rute ist der mit dem Urteilsspruch. Das können wir relativ kurz abhandeln. Die Leute von der Uni sind totale Idioten und wo der Herr davor steht, das kann man entspannt ignorieren. Weiter, danke. Ja, klar. Ich sag nur Educational Funding. Das geht ja überhaupt nicht. Können wir bitte weiterklicken? Ja, das ist ein interessantes Problem. Eigentlich haben sie mir gerade wunderschön zugespielt, denn ich bin ohne Vater aufgewachsen. Was darauf kommt... Oh. Ja, was da rauskommt... Seht ihr genau hier, saufende dumme Hacker. Ja, also ich denke, um mal den Referent zu bewerten, er kann durchaus als bibelsicher bezeichnet werden. Allerdings hatte man auch den Eindruck, dass der Inhalt der Folien für den Vortrag nicht wirklich von großer Bedeutung war. Ja, erstmal muss ich natürlich ein bisschen ranten. Dein technisches Verständnis und dein Handling der Technik ist nicht so besonders gut. Vielleicht kennst du dich damit nicht so aus. Muss natürlich mehr auf die Folien angeben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du bist betrunken. Ihr habt Zettel und wir haben keine. Andererseits muss man natürlich sagen, es war ein relativ schweres Thema, von daher muss man da was gut sprechen. Ja, ich fand es also insgesamt ganz gut, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass du hier irgendwie ein Thema ausgesucht hast, das nicht so ganz zu dir passt. Und außerdem, also wie du ja selbst zugegeben hast, hast du die Folien nicht selbst gemacht oder mit Hilfe von anderen. Und es gibt natürlich auch ein bisschen Punktabzug. Da. Aber ansonsten war es ganz gut. So, jetzt bitten wir unseren nächsten Vortragenden auf die Bühne. Dan Kaminski, please give a warm welcome. Hello. Please take a drink if you want. Okay, Dan, you have to choose from the green presentations because, or you can, if you like, you could make a German one, but English. Please take an English one. 4-8. Are you sure? Whatever. Oh yes, I'm damn sure. Bring it. Okay. Alright everyone, are you tired of never getting dates? Are you tired of not getting out? I am here to teach you to go from nerds to normal!
trouble. So why? Why are they so mean? That's all they've got. You have to understand, these are just not very good people. They're very lonely, and their fathers beat them a lot. And so where do they get their status? Because they're not getting it at home. Oh no, they get it from you by beating the crap out of you. Gender norms, I know, it's okay. You don't dress like a guy, you don't dress like a girl. Maybe you don't dress. But you want the cool girls. So what are you looking for when you're looking for cool girls? You really don't want their parents around? You want them to look good? Interpersonal communication. Did you know you actually need to talk to them? I was so shocked. Cool boys. Hey, if you're into that. If you want the cool girls, get into the gym every once in a while. You're a freaking slob. What do you want? Act cool. Act tough. And when you're thinking about communicating yourself, exactly. Say hi and just look at them. Look at them with coolness. They'll understand. Middle school. Let's hear it for cheerleaders. Doesn't matter the race. It doesn't matter the class. It just matters pom-poms. And you have to be one with the love of the pom-poms, or else you are a nerd. You are not normal. So these days... be amazed what you can do with an awesome hat. I mean, you walk into a club. You walk into a club, you got that hat, you're freaking pimping. Damn straight. And you know, when you really gotta bust out, blue is definitely your color. Solutions. So perhaps you don't have the hat. Perhaps you don't have the shirt. Perhaps you don't have the clue. That's all right, because you can pay people who do. Just go into a store and be like, "Hi, I have $2,000. Please give me clean clothes." I meant nice clothes, but clean counts too. And then all you do, grab the clothes, run on out. You too can be normal. But why would you want to be? Yeah. Yeah, thank you very much. Maybe I guess it weren't the right pictures to illustrate your content, but nevertheless, I like the talk. Why, thank you much. I appreciate the liking. I have only one comment. On the last image, I don't know if the audience can see this, but where is it? Solutions. And there's actually a copyright symbol in the picture. Could you explain? Nothing makes you cool like violating copyright. So, thank you very much. I thought this was a really entertaining talk. And I also like the outfit you choose for this presentation. Thank you. See, kids? Genau. Der nächste Freiwillige ist Frank Rieger.
wollte nur sagen, ihr müsst auch nicht Wodka trinken, da ist doch lecker Golden Drag. Na, das ist der Preis, Honey. Was? Wir müssen es ein bisschen einteilen. Na? Oh oh. Ja, also wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, ich leide unter multiplen Persönlichkeitsstörungen. Und eine davon ist meine dichterische Natur, die ich euch bisher vorenthalten habe. Und die möchte ich euch gerne heute ein bisschen näher vorstellen. Mein großes Vorbild bei der Dichtkunst war immer Karl Kraus, der ein bisschen wilder präsentiert, als ich heute normalerweise so präsentiere. Aber er hat tatsächlich seinen Punkt rübergebracht. Guckt euch an, das Plakat, rot, schwarz und... Naja gut, die Sache mit dem Doomsday, okay, die kennt ihr von mir. Letzten Tage der Menschheit sind nah. Attentate aller Orten, auch damals schon. So, die Situation ist dieselbe wie damals. So, wir sind kurz vor dem Untergang der Menschheit. Aber naja, was soll man tun? So, man kann da nicht länger zugucken. Man muss manchmal auch was tun. Und wenn es dann Attentate sind, dann sind es halt Attentate. Ja, also die, wie man damals schon sieht, so die Attentäter, die abgeführt wurden, waren halt häufiger auch nicht die Attentäter, die es dann tatsächlich waren. Da führt sich so durch die Geschichte der Faden durch. Okay, gut. Ja, also wie wir gerade sehen, die K&K-Monarchie war ein bisschen größer, als Deutschland so heute ist. Sie hatte in der Regel auch etwas mehr Geschmack beim Auswahl der Kartenfarbe. Guckt euch dieses wunderschöne Hellblau an, was doch besser ist als dieses komische Gelblichbraun, was man heutzutage für Deutschland immer so nimmt. Und beachtet, wir hatten damals einen schönen Strand, ne? Ja, die Sache mit dem Strand war leider nicht von Dauer, wie wir sehen. Der kriegerische Handlungen gingen los. Die Außenminister hatten damals viel schickere Hüte als heute, waren besser frisiert, hatten schönere Schlipse. Und naja, man hat sich auch besser beschimpft. Ne? Ich meine, so englische Pimpfe liest man heutzutage nicht mehr so als Beschreibung des politischen Gegners. Da, ja, Falschinformationen gab es immer schon. Also man hat natürlich auch an der serbischen Grenze Dinge simuliert, wie sie heute auch simuliert werden. Also man sieht, so viel ändert sich nicht, aber die Hüte, beachtet die Hüte. Ja, also man kann sich auch nicht so recht vorstellen, irgendwie so Angela Merkel so später auf so einem Denkmalspferd ist. Also man sieht, es ist einfach alles ein bisschen besser gewesen damals in der K&K-Monarchie. Schönere Hüte, schöne Denkmäler, wenn es auch gerade ein bisschen bekackt ist, das Denkmal. So, und ja, naja, okay, es gab halt natürlich auch Karikaturen. Der Antisemitismus, den gab es damals natürlich auch schon. Aber was man denken muss, dass die politische Karikatur hatte damals noch einen wesentlich höheren Stellenwert. Habt ihr schon mal eine Karikatur auf dem Titelbild von einer Zeitung heutzutage gesehen? Das ist extrem selten, außer bei der Titanic, da ist es meistens schlecht. So. Ja, schlechte Zeichnungen gab es damals auch schon. Okay, das sollte eine Karikatur sein. Ja, also malen tue ich nicht so, das sind nicht meine Talente, so auch wenn ich gespaltene Persönlichkeiten habe, ich beschränke mich dann doch eigentlich auf die Dichtkunst. Der Karikator hier hat sich primär offenbar mit dem Stacheldraht befasst, der da hinten ist, und nicht so sehr mit dem Gesicht. ja, da war nicht so viel rauszuholen. Ja, womit wir nahtlos überleiten zur heutigen Zeit. So, Propaganda gibt's heute wie damals so, die Sache mit den Pommes, die plötzlich Freedom Fries hießen. Damals gab's halt irgendwie kleine Kinder, die in Marinekostümen rumlaufen durften, damit man mehr